Der Botanische Garten in Gießen. Er liegt mitten in der Stadt und umfasst ca. 3 Hektar. Heute dient er den Gießener Bürgern als Erholungsort. Aber das war nicht immer so. Als der Garten 1609 der Uni Gießen geschenkt wurde, diente er in erster Linie als Lehrgarten. Von seinem jahrhundertelangen Bestehen zeugen heute noch der Heilgarten und die alten Baumbestände. Er ist der älteste botanische Garten Deutschlands, der sich noch an seinem ursprünglichen Platz befindet. Der Botanische Garten ist also mehr als nur die grüne Lunge der Stadt, sondern darüber hinaus ein besonderes Kulturdenkmal Gießens.